aus den Niederlanden. Ein Anhängerkonzept, was futuristischer gar nicht sein kann. Loom steht drauf for the happy you. Ja, und hier ist Hein. Grüß dich, Hein. Hallo, das geht gut hier, ja. Ja, das ist mal ein Wohnwagen, oder? Aber eine sehr spezielle Wohnwagen. Genau, das heißt, also es ist nicht normal. Ich zeig's mal gerade von vorne. Es ist alles mit Nieten versehen, richtig? Ja, alles ist mit Nieten gemacht und alles ist Full Aluminium. 1,5 mm außen. So, wir werden gleich mal auf das Thema Preisschild eingehen, was sowas kostet. Aber zunächst zeigen wir es mal von vorne bis hinten. Das heißt, ich bekomme hier ein Fahrzeug, was wahrscheinlich ein Leben lang hält, oder? Das ist die Idee, ja. So, man hat, ich zeig mal gerade, wie schön das hier verarbeitet ist. Das heißt, ich habe also die Gasdruckdämpfer hier mit drin. Das Ganze ist sehr außergewöhnlich. Das heißt, wenn ich hier mit auf dem Campingplatz bin, bin ich wahrscheinlich umlagert, oder? Ja, Sie sind nimmer allein mit dieser Wohnwagen. Ja, ihr habt das schön gemacht. Ist das jetzt ein Prototyp oder ist das schon Serie? Diese ist die erste Typ, aber wir machen das jetzt in Culemborg, Holland. Mhm. Und wir haben dieses Jahr 10 gemacht. Ja, 10 Stück gemacht schon. Ja, ich zeig mal gerade, hier habe ich ein ganz normales Schloss mit drauf. Er heißt LT540, das heißt die Länge ist 5,40 Meter? Ja, die Aufbau ist 5,40 Meter. Die Truma ist mit drin. Ich zeig's mal gerade von hinten. Das Besondere ist, die Patricia ist schon mal drin. Du machst mal zu. Hallo, ich grüße dich. Hi Sven. Das ist krass, oder? Das ist richtig krass. Also du musst gleich mal hier reinkommen. Es ist so gemütlich. Genau, ich zeig mal gerade ein kleines Detail, was sie gebaut haben. Das Ganze ist so ein bisschen Retro-Style. Ganz viele Nieten. Nieten halten gut, oder? Nieten halten sehr gut. Denn der Vorteil ist, das ist elastisch. Es kommt aus dem Flugzeugbau. Das heißt, das Ding ist unkaputtbar quasi. Alles geht kaputt, aber diese ist sehr, sehr, sehr hohe Qualität. Ja. Also ich zeige mal gerade so ein kleines Detail. Ihr habt eine Klappe hinten drin, da ist die Küche. Und die meisten Leute sind ganz verwundert, wenn die Klappe aufgeht auf dem Campingplatz, oder? Ja, genau. Oh, ich zeige mal gerade das Heck. Hier ist eine große Spüle drin, das ist wie zu Hause, oder? Ja, oder besser. Das ist ja mal ein Gasherd. Sehr schön. Ja, so das Design, was ihr hier so gemacht habt, das bedeutet, ich habe etwas für Menschen, die was ganz Außergewöhnliches haben möchten. Ja. Orange. Farbe ist wählbar? Diese Farbe, ja, ist auch ein bisschen holländisch und ich denke, das gibt extra Leben in diese Wohnwagen. Ja, die Beschläge, alles unglaublich martialisch. Das heißt also, für die Ewigkeit gebaut? Ja, ich denke, das ist für die Ewigkeit. Das ist eine moderne Klassiker. Wir haben hier gebaut. Das Designkonzept. Ihr kommt wahrscheinlich aus dem Bereich Design, oder? Ja. So, Edelstahl hier oben drauf. So, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Hast du die Möglichkeit, das mal zuzumachen, dass wir das mal sehen können? Ist das möglich? Nein, diese... Jetzt, das geht vollautomatisch, das bleibt offen. Ja, genau. Ganz kurz noch mal gucken, wie das Heck aussieht, weil die meisten Menschen... So, der ist zugelassen und fährt auch, richtig? Ja, das fährt jetzt. Und das ist auch zugelassen bei TÜV Deutschland. Stark. So, wir gehen mal rein, denn das ganz Besondere ist nämlich innen. Das hat die Patricia schon gesagt. Hier sind Gasdruckfedern mit drin. Es geht auf. Ich stehe im Trockenen. Das heißt, wenn es regnet, spielt keine Rolle. Ja, und wir haben auch eine Hinterzelt. Das geht unter die Klappe. Und wie das, sie stehen auch trög mit Regen. Krass, schön. Sehr edel. Die Fenster, echt Glas. Ja, alles ist echt. Wirklich Holz, wirklich lederen Rückwand. Und auch da innen, die Wände sind alle mit Wollfilt. Das ist der Nummer 1. Ja. Ganz stolz. Hier oben ist der Handgriff aus Edelstahl. Ja, das ist Edelstahl. Und hier unten der Boden. Ist der nicht schön? Sehr schön, ja. Wie eine Boot. Hä? Ist das Holz? Ja, wirklicher Holz. Wir brauchen keine Plastik. So, die Stehhöhe, ich bin 1,83. Also ich denke mal, Menschen bis 1,90 Meter haben kein Problem. Nein.
Ich bin 1,98 Meter und das geht exakt. Patricia. Schau dir dieses Bett an. Da will man sich doch reinlegen und zudecken und, keine Ahnung, in die Sterne gucken mit diesem riesigen Fenster. Es ist der absolute Wahnsinn. Auch diese Couch, ich bin sprachlos. Ja, ich zeig's mal gerade. Hier oben ist ein kleines Fenster drin, oben, oder? Ja, für sie ist vielleicht kleiner, aber ich denke, das ist wirklich groß, ja. Es ist groß, ja. So, hier vorne habe ich dann ein Riesenbett. Das heißt also, das hier ist nicht der typische Wohnwagen, sondern ihr habt im Ausbau so wie ein Loft so ein bisschen, oder? Ja, wie ein sehr, sehr moderne und gute Hotelzimmer. Und, das ist, glaube ich, Paterhotel. Nicht vier Sterne, aber 1 Million Sterne mit dem Öffentag. Verraten, was das für eine Matratze ist. Das ist ja, also ich glaube, ich habe jetzt die letzten 10 Tage nie so gut irgendwo drauf gesessen. Okay. Ja, die Matratze ist 25 cm und das ist Matt Sleeps. Wow. Ja, aber das ist sehr, sehr komfortabel, ja. Hat man die Möglichkeit, unter dem Bett noch was reinzumachen? Ja. Unter dem Bett gibt es Schauraum und da unten ist wieder die Klimaanlage, Heizung und die Wassertanks. Ihr habt eine Klimaanlage eingebaut? Ja. Es riecht gut hier drin. Ich wollte gerade sagen, es riecht richtig gut, aber ich kann es gar nicht beschreiben. Es riecht so... Kerzen. Duftkerzen. Die Duftkerzen, die ja da sind. Und natürlich der absolute Hammer ist ja wohl dieses Bett hier. Also wenn man das hier sieht, ist er wahrscheinlich die Stars hier auf dem Salon, auf dem Caravan-Salon, oder? Mit dem Wohnwagen. Er ist ganz, ganz zurückhaltend, hat gesagt, nö, wahrscheinlich nicht. So. Ja, ich habe sie nicht ganz verstehen, aber... Also, dass viele Leute sind ziemlich begeistert, oder? Ja. Und sie sagen, das ist wirklich geil. Und die erste Caravan, was ist wirklich, wirklich anders. Ja, mal was ganz anderes, oder? Ja. So, das heißt doch, innen ist auch Aluminium. Innen ist alles Wollfeld. Ja. Und wieder die Rahmen ist wirklich Glas. Und die Toilette ist auch alles Aluminium. So, dann zeige ich mal. Ach, wie krass. Das Hotelzimmer quasi. Ein Luxushotel hat man hier auf Rädern. Aber duschen kann man hier nicht, oder? Innen, man kann nicht duschen, aber außen, das ist möglich. Ah ja. Eine Außendusche mit dran. Und großes Zimmer hier drin. Das heißt, ich kann hier reinhalten. Ich habe richtig Licht mit drin. Ja, habt ihr schon mal Camping gemacht auf dem Campingplatz mit dem Fahrzeug? Ich nicht, aber ja, die ersten Leute sind dieses Jahr auf Camping gewesen und sind sehr, sehr zufrieden. Wie ist die Reaktion? Sehr, sehr positiv, ja. Stark. Also allein das Sofa, wenn du dich mal gerade da hinsetzt, bitte. Wenn du mal gerade so lieb bist, dich da mal hinsetzt, dass man das nur mal sieht. Ja. Du bist jetzt eine große Person. Er ist sehr, sehr groß. Er ist ganz entspannt, oder? Ja, wie groß bist du denn? 1,98 Meter. Er musste den Kopf ein bisschen einziehen, ein ganz kleines bisschen nur, denn die Stehhöhe ist wirklich sehr hoch. Und er macht einen ganz zufriedenen Eindruck, oder? Ja, er sieht richtig zufrieden aus. aber das kann man auch nur mit diesem Wohnwagen sein. Also das ist wirklich unglaublich. So ganz kleine Details, hier kann ich die Füße drauflegen. Das heißt, das kann man wahrscheinlich verwenden, sowohl als auch, oder? Ja. Sie können das umdrehen und dann ist wie eine normale Hocke und wie das. Das gibt einen Tisch extra. Hier vorne die Lampe ist auch richtig stylisch. Was mir gut gefällt, sind die Jalousien. Das ist nicht irgendwas, sondern ihr habt Filz genommen, richtig? Ja, das ist alles Filz. Habt ihr schon einen Preis gewonnen dafür, für das Fahrzeug? Nein, noch nicht. Nein. Schade, dann wird es höchste Zeit. Denn der Kleiderschrank, guck mal, unten natürlich die... Da sind selbst die Frauen glücklich. Unten ist der Kühlschrank von Dometic zum Ausziehen. Dass die Männer auch noch glücklich sind mit Bier und so, hat man hier noch einen super Kühlschrank. Ja, oder was? Ja, hier an der Seite. Ganz laut ja. Da sagt er ganz laut ja. Hier vorne ist noch ein großer Schrank. Genau. Mach mal auf. Für Handtücher. Handtücher haben wir eben schon gezeigt. Genau. Eine Truma ist mit drin. So, und jetzt kommt es noch dicker. Hier vorne sind... Ablagefächer, die richtig toll sind, aber die kann man öffnen. Mhm. Und überall habe ich nochmal Staufächer mit drin. Hier für die Messe natürlich. So, das Ganze ist echtes Holz, richtig? Echtes Holz. Was ist das eigentlich für ein Iroko, wie eine Teakholz.
Ich könnte allein hier eine Stunde nur die Kamera mal draufhalten, dass die Leute mal zeigen. Hinten das Leder, guck mal, wie schön das gemacht ist. Hinten ganz am Heck dran. Wow. Das ist komplett hier gesteppt. Aber wie gesagt, das Fenster, das ist auch, also ich glaube, so ein großes Fenster haben wir noch nicht gesehen, oder? Ja, du kannst komplett raushalten. Guck mal hier. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, das ist ein Faltdach, oder? Zum Zuziehen. Ein Faltdach. So, jetzt kommen wir leider zum bitteren Teil, ja. Denn, sag mal, wenn ich das haben möchte, das Gesamtgewicht von dem Auto, wie schwer ist das Auto? Leer, das ist 2,2 Tonnen und ja. Sie haben noch 300 Kilo mitzunehmen. Super, ja, dann gehen wir mal raus. Habt ihr ein Preisschild hier? Kann man sagen, was es kostet? Ja, ich kann das. Diese in voller Ausstattung ist 99.500. 99.500. Es ist Handarbeit, richtig? Viel Handarbeit, wirkliche Materialien und wirklich gute holländische Qualität. Das wäre eine Option für dich? Ja, ich meine alleine dieses Bett und dieses Fenster und ich könnte jetzt noch 1000 Gründe nennen, dass es wirklich was total Außergewöhnliches ist. So, LT 540, da unten steht es drauf, ja, allein schon hier diese kleinen, da kann man die Schuhe reinmachen, aber auch so kleine Dinge, also wenn sie wirklich mal, süß, oder? Ja. Zeig mal die Tür. Es sieht aus wie ein ganz hochwertiges Flugzeug. So, und hier vorne ist nochmal der Gesamteindruck. Hier steht's da. Ja, auf dem Caravan Salon mal was ganz Außergewöhnliches. Hier ist Hein von Loom for the Happy You. Und ich glaube, also wenn man das Fahrzeug hat, dann ist man happy. Ja, dann ist man wirklich happy. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja. Dankeschön. Ciao.